Hey Freunde, na, wie geht's euch? Da bin ich wieder. Viele von euch haben sich ein Update gewünscht, wie es dem lieben Heiko geht. Der hatte sich ja von den ersten Videos, die ich ja hochgeladen habe, einmal kurz vorgestellt. Dann hatte ich ein Video gehabt, wo ich mit ihm essen war, was leider dann vergeblich nicht klappte, weil das Restaurant zu hatte. Und es sind schon einige Monate gewesen, wo ich ihn dann mit ihm jetzt keine Videos hochgeladen habe. Und dann dachte ich mir, dass ich mal wieder hier den lieben Heiko besuche. Leute, Leute, Leute. Du musst in die Linse gucken. Ja, ich weiß. Genau. Wie geht's dir? Ja, ich ganz gut. Wie läuft's jetzt wegen deiner MS-Erkrankung? Schlecht, nach wie vor. Einige werden sich bestimmt wundern. Heiko hat etwas abgenommen. Etwas? Ja, ich wollte jetzt ein bisschen nett sein. Einige werden sich mit Sicherheit jetzt fragen, woran liegt es denn? Ja, woran wohl? Du weißt es. Du isst zu wenig, mein Freund. Woran liegt's noch? Hauptsächlich. Du bist unzufrieden aktuell, ne? Genau. Genau. Also Heiko ist unzufrieden und ich habe jetzt überlegt, dass ich für ihn einen kleinen Aufruf starte hier auf YouTube. Ich hoffe, dass sich viele von euch mitbeteiligen und das Video dann weiterleiten, damit das sich ein bisschen verbreitet. Keine Sorge, es geht jetzt nicht um eine Spende oder sonst was, falls ihr jetzt denkt, dass ich hier deshalb einen Aufruf starte, sondern der liebe Heiko, er sucht die Frau fürs Leben. Er fühlt sich einsam, er braucht ein bisschen Zweisamkeit. Es geht jetzt nicht direkt ums Geschlechtsverkehr, sondern Zärtlichkeiten. Genau, einfach Freund und Freundin. Weißt du. Genau. Er ist 32 Jahre jung. Ich überreiche ihm jetzt gleich, dann kann er erzählen, was jetzt so durch seinen Kopf geht. Auf jeden Fall versuche ich jetzt mit der Reichweite jemanden zu finden, der wahrscheinlich erstmal Interesse hat, den Heiko kennenzulernen über Freundschaftsbasis. Und dass sich dann daraus dann was weiteres entwickeln könnte. Genau, so der liebe Heiko. Jetzt bist du dran. So. Ja, ich hatte 6 Freundinnen vorher. Und jetzt für die siebte kommen. Und 7 ist meine absolute Glückszahl. Das heißt, die Dame, die jetzt als nächstes kommt, die muss einfach sein. Wisst ihr, so die muss einfach alles erfüllen, was ich begehre, also körperlich. Schlank natürlich. Tattoos, Piercings, wenn du hast, super. Wenn nicht, okay. Du solltest aber kein Problem damit haben, dass ich mit meinen 1,94 nicht mehr gehen kann. Ich bin auf den Rollstuhl angewiesen, leider. Und ja. Als Scheiße alle. Freunde. Darf ich dich kurz unterbrechen? Natürlich. Ich will jetzt gerade versuchen, dich ein bisschen aus der Situation zu retten. Jetzt fürs Erste ist doch eigentlich in Klammern. Eigentlich egal, wie die nette Dame aussehen sollte, weil du willst doch erstmal eine Bekanntschaft haben. Es klingt so, als hätte ich noch nie eine Freundin. Nein, du hast gerade, wenn ich ehrlich, also für mich persönlich, vielleicht sehen das die anderen anders. Falls ja, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Du hast jetzt gleich so direkt rausgehauen, die Frau muss das haben, die Frau muss so aussehen und Ansprüche rausgehauen. Was ist denn mit den Charakter Damen? Ist selbstverständlich. Ja, guck mal, jetzt erwähnt zuerst den Charakter. Verständnisvoll, herzlich, leicht zu begeistern.
Ist richtig, aber ich wollte nur sagen, stell dir mal vor, da sind andere Damen, die jetzt gerade das Video sehen und jetzt, du hast jetzt am Anfang das raus und bababab, so muss sie und so sein und stell dir vor, die sagen, okay, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt Heiko verlangt. Weißt du, was ich meine? Du schließt dir direkt die ganzen Türen. Ja. Deshalb wollte ich dich jetzt gerade unterbrechen. Freunde, das Video soll ja so real sein wie möglich. Deshalb schneide ich hier nichts raus. Ne? Ist das für dich in Ordnung? Ja. Genau. Und geben wir Heiko die Chance, dass er sich sozusagen jetzt kurz korrigiert. Okay. Nochmal bitte. Gut, also erstmal Charakter nicht. Musst du einfach so sein wie ich. Offen. Vielleicht offen für Neues. Offen für meine Krankheit. Du solltest gesund sein, das würde ich mir wohl wünschen. Ja, ein verständnisvoll sein. Darf ich dich kurz wieder unterbrechen? Weil du hast jetzt gerade gesagt, die Person soll gesund sein. Was willst du jetzt damit sagen? Heiko, ich will dich nicht unterbrechen, weil ich will dir das Wort geben, aber ich versuche dich zu retten. Was willst du jetzt damit sagen, die Frau soll gesund sein? Naja, weil ich sie nicht so leiden sehen möchte wie ich. Okay, weißt du, warum ich dir direkt die Frage stelle? Wenn die Leute das Video sehen, dass diese Fragen, wenn die direkt in den Kommentaren reinschreiben, weißt du? Ja. Deswegen, ich helfe dir, dass du direkt eine Antwort darauf hast, dass die Leute wissen, dass du es eigentlich nett und gut meinst. Weißt du übrigens, warum ich permanent auf das Display? Mich wunderst gerade, weil du guckst nicht direkt in die Linse. TikTok. Ja, aber du musst hier in die Linse gucken. Ja. Weil die Leute sehen das so, als ob du jetzt einfach an mir vorbeiguckst, sozusagen. Hallo. So, also auf jeden Fall, Freunde. Darf ich übernehmen? So, auf jeden Fall, Freunde. Das Video dient jetzt dazu, da einen kleinen Aufruf zu starten. Heiko ist an MS erkrankt, seit 12 Jahren schon? Ja. Seit 12 Jahren. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin Altenpfleger. Ich betreue Patienten wie Heiko. Also ich habe einen eigenen Pflegedienst in Hamburg-Bergedorf, betreue Klienten, habe einige Klienten, die natürlich, was ich vorab geklärt habe, mit mir Videos drehen, die natürlich da einverstanden sind, dass ich das ins Internet stelle, wie zum Beispiel Heiko. Und ja, ich stelle durch die Videos den Pflegealltag dar und zeige euch die schönen Seiten in der Pflege. Weil in den Medien werden aktuell halt nur die negativen Dinge gezeigt, Personalmangel etc. Deswegen eine kurze Info von meiner Seite aus, damit ihr wisst, wer ich bin. In dem Video geht es ja natürlich um den lieben Heiko. Genau, auf jeden Fall möchte ich einen Aufruf starten und die Leute dazu motivieren, das Video zu verbreiten. Irgendwo in Deutschland oder sonst wo findet sich mit Sicherheit eine liebe, nette Dame, die vielleicht den lieben Heiko kennenlernen möchte. Deine letzten Worte jetzt für das Video hier. Deine letzten Worte? Bin ein Piranha. Nein, jetzt ehrlich. Würde mich freuen, wenn du dich meldest. Hab keine Angst. Und ich freue mich auf dich. Super, das ist auch super. So, Freunde, also ich zähle auf euch. Wir zählen auf euch. Ich möchte mindestens eine gute Nachricht haben nach dem Video hier und Hauptsache eine Bekanntschaft oder eine Brieffreundin, WhatsApp-Freundin ist doch auch ein guter Start. Genau. Also bis zum nächsten Mal, Freunde, und lasst es krachen in den Kommentaren und verbreitet das Video, damit Heiko nicht mehr alleine ist.